Herzlich willkommen, meine Freunde, zum Newsflash Nummer 157 und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Flash. Square Enix hat auf der offiziellen japanischen Website von Dragon Quest Builders 2 neue Informationen und Spielaufnahmen aus dem Sandbox-Rollenspiel veröffentlicht, welche die Kollegen von Gamematsu übersetzt und zusammengefasst haben. Demnach wurden gerade die Baumöglichkeiten gegenüber dem ersten Dragon Quest Builders vielfältig verändert. So könne man neuerdings Gebäude mit bis zu 100 Stockwerken errichten und wassersteile Klippen runterfließen lassen. Zudem könne man tauchen, mit einem Windumhang durch die Lüfte gleiten und sprinten. Auch das Anfertigen diagonaler Blöcke sowie das Spielen aus der Ego-Perspektive seien möglich. Microsoft hat veranlasst, dass das Halo-Fanprojekt El Devrito 0.6 für PC nicht länger zur Verfügung steht. Grund dafür ist laut Halo Waypoint, dass man die hauseigene IP schützen möchte. Das Projekt hatte offenbar für positiven Wirbel in der Halo-Community am PC gesorgt und bot Features wie einen erweiterten Schmiede-Editor im Stile von Halo 3. Da man dazu geschützte Assets genutzt habe, die nicht für diesen Zweck gedacht gewesen seien, hat sich Microsoft zu diesem Schritt entschieden. Die Begründung erwähnt allerdings, dass man klar einen Bedarf nach Halo auf dem PC erkannt habe. Valve Software hat das Indie-Studio Campo Santo übernommen. Alle Mitarbeiter, 12 an der Zahl, werden fortan für Valve arbeiten. Ihr aktuelles Projekt In the Valley of Gods bleibt von der Übernahme unberührt, abgesehen davon, dass es unter der Valve-Fahne erscheinen wird. Die für Firewatch bekannten Entwickler schreiben, dass sie mit Valve Software ein Unternehmen gefunden haben, das genau zu ihrer Philosophie passt. Agony aus dem Hause Madmind Studios wird am 29. Mai für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Der zunächst auf Kickstarter erfolgreich finanzierte Titel spielt in der Dystopie einer verdrehten Welt. Als Spieler übernimmt man in Agony die Rolle einer gepeinigten Seele ohne Erinnerung an die eigene Vergangenheit. Dabei erlebt man den Trip aus der Ego-Perspektive und kann sowohl die Kontrolle über andere Menschen als auch schwächere Dämonen übernehmen. Neben einer umfangreichen Story beinhaltet das Horror-Survival-Spiel ein offenes Herausforderungssystem. Sega und Atlus werden die erweiterte Neuauflage des PlayStation 3 Rollenspiels Shining Resonance am 10. Juni mit dem Zusatz Refrain für PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One und PC veröffentlichen. Der Release des JRPGs war lange angekündigt, stand dann auf der Kippe, aber wurde jetzt endgültig von Sega und Atlus bestätigt. Bei Microsoft arbeitet man derzeit nicht nur am Auftritt für die E3, die im Juni in LA stattfinden wird, noch im Mai soll die Xbox One ein weiteres Update bekommen, das bei Xbox Wire jetzt etwas näher vorgestellt wurde. Besitzer von Monitoren oder Fernsehern mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz wird es freuen, dass solche Geräte jetzt direkt von der Konsole bei Auflösungen von 1080p oder 1440p unterstützt werden, um die Vorteile bei der Darstellung besser auszunutzen. Zudem arbeitet man an einer Funktion, die es erlauben wird, individuell ausgewählte Spiele und Apps in Gruppen zusammenzufassen. Damit will man vor allem den Wünschen der Fans nachkommen, die nach mehr Übersicht und weiteren Optionen zur Organisation in der Softwarebibliothek der Konsole verlangt haben. Bei der Anmeldung an einer anderen Konsole sollen die Groups übernommen werden. Auch das Bearbeiten von aufgenommenen Clips will man vereinfachen. Anstatt wie bisher den Umweg über das Upload-Studio zu gehen, wird man seine Videos sofort im Guide zurechttrimmen können, um sie noch schneller zu teilen. Dann gibt es noch eine kurze News zur Tierschutzorganisation PETA, die sich über das Spiel Far Cry 5 sehr aufgeregt haben und das Spiel als unethisch bezeichnet haben. Grund der Aufregung ist, und jetzt haltet euch fest, man kann fischen in diesem Spiel. Eigentlich ist mir das Thema viel zu dumm, ich wollte es auch eigentlich gar nicht in die News packen, weil das hier nicht auf RTL-Niveau runtersinken sollte. Ganz davon abgesehen, dass mir das Thema eigentlich komplett scheißegal ist. Hier ein kurzer Ausschnitt, was ich auf die Instagram-Seite von PETA gepostet habe. Und das ist damit auch mein Schlusswort. Ich will nie wieder über dieses Thema berichten. Ich werde auch nie wieder darüber berichten. Die PETA-Tierschutzorganisation möchte sich doch bitte um echte Tiere kümmern und sich nicht über irgendwelche virtuellen Fische aufregen. Pillars of Eternity Deadfire wird mit 3 Download-Erweiterungen versorgt. Die Erweiterungspakete werden neue Quests zur Vertiefung der Geschichte, zusätzliche Gebiete und weitere Charaktere umfassen. Das erste Download-Pack Beast of Winter wird im Juli diesen Jahres verfügbar sein und die Party auf eine Insel verschlagen, auf der ein mysteriöser Weltuntergangskult lebt. Die Spieler werden sich auf die abenteuerliche Reise in das Jenseits machen, eine mysteriöse Dimension voller uralter Geister und teuflischer Herausforderungen. Der zweite DLC namens Seeker Slayer Survivor wird im September verfügbar sein und ist klar auf Kampf fokussiert.
Die Erweiterung spielt auf einer unentdeckten Insel und wird die Kampfkraft der Gruppe herausfordern, sowie die taktischen Fähigkeiten der Spieler als Führer der Gruppe. Es gilt, alte Relikte zu finden und gegen die stärksten und mächtigsten Kämpfer Eoras zu bestehen. Im November wird die dritte und letzte Erweiterung mit dem Titel The Forgotten Sanctum erscheinen und die Loyalität und Moral der Gruppe auf die Probe stellen. Hier werden sich die Spieler mit den Mystikern anfreunden, sie betrügen oder austricksen, um die Geheimnisse zu erforschen, die seit Generationen verloren schienen. Egal wie sich die Spieler entscheiden, die Konsequenzen werden im gesamten Deadfire-Archipel zu spüren sein. Sony hat die PlayStation Plus-Spiele für den Mai angekündigt. Für die PlayStation 4 wird es Beyond Two Souls und Rayman Legends geben. Die PlayStation 3 bekommt Risen 3 Titan Lords und Eat Them spendiert. Und die PlayStation Vita ist mit King Oddball und Furmans am Start. Alle Spiele sind ab dem 1. Mai verfügbar. Microsoft arbeitet bereits an der nächsten Xbox-Generation und ist bereit, beträchtliche Investitionen in den Gaming-Bereich zu tätigen. Dies berichtet Thurrod.com. Der Autor des Artikels will von drei verschiedenen Quellen erfahren haben, dass Microsoft die Entwicklung neuer Konsolenhardware vorantreibt, aber der Konsolenveröffentlichungstermin noch einige Jahre entfernt sei. Es sei realistisch, dass die nächste Xbox innerhalb von 3 Jahren erscheinen könne. Schließlich sei Microsoft nicht in Eile, die Xbox One X aufgrund des Leistungsvorsprungs zur PlayStation 4 Pro zu ersetzen. Zudem sei zu erwarten, dass die nächste Xbox sowohl abwärts- als auch vorwärtskompatibel sein dürfte, was auch immer Vorwärtskompatibilität bedeuten soll. Das Unternehmen sucht aktuell einen Spezialisten mit GDDR6-Expertise und auch Game Streaming soll tief in die nächste Konsole integriert werden. Da Latenzprobleme beim Game Streaming weiterhin eine Herausforderung darstellen würden, könnten andere Cloud-Lösungen für Spiele gemeint sein. Zum Beispiel, dass die Umgebung eines Spiels dynamisch von einem Cloud-Server bereitgestellt und aktualisiert werden könnte. Für einen kompletten Wechsel auf Game Streaming sei es noch zu früh, heißt es. Weiterführend ist dem Bericht zu entnehmen, dass Microsoft beträchtliche Investitionen für den Gaming-Bereich vorgesehen hat. Der Autor schreibt, obwohl die PlayStation die Führung in dieser Generation übernommen hat, tätigt Microsoft erhebliche Investitionen in Hardware und Inhalte, um die Lücke zu Sony zu schließen. Und Microsoft hat die finanziellen Mittel, um bei der nächsten Gaming-Generation All-In zu gehen und zu gewinnen. Da Nintendo mit der Switch eine andere Zielgruppe ansprechen würde, wird der Hauptkonkurrent der nächsten Konsolengeneration abermals Sony heißen. Square Enix hat in einer japanischen Stellenausschreibung durchblicken lassen, dass das Final Fantasy Remake aufgrund der großen Resonanz nichts Geringeres als eine neue Kreation sein soll, die sich nicht auf ein einfaches Remake beschränken wird. Laut der Übersetzung von Gamematsu ist zu beachten, dass sich die Mitarbeiter bzw. Entwickler des ursprünglichen Spiels wieder zusammengefunden haben, um an einem Vorhaben zu arbeiten, das das Original übertrifft. Die Vollproduktion soll in vollem Gange sein. In der Stellenausschreibung werden Battle Planner und Level Planner gesucht. Gerade bei Battle Plannern fällt auf, dass sich diese Personen nicht nur um Bosskämpfe und die Gestaltung der Umgebung an einem sich entwickelnden Charakter kümmern sollen, sondern auch um die Planung und Spezifikation eines Kampfsystems, das Kommandos und Action kombiniert. Wie das Entwicklerstudio mitteilt, wird Wild West Online am 10. Mai auf Steam veröffentlicht. Das Online-Rollenspiel ist seit November letzten Jahres als noch in Entwicklung befindliches Abenteuer spielbar. Über die offizielle Website erhält man ab knapp 30 Euro nach wie vor einen Zugang zum Spiel, der später auch einen Steam-Key beinhalten wird. Seit einigen Tagen geistern Gerüchte über Cyberpunk 2077 durch das Internet. Das polnische Magazin Game Pressure will von einem Insider mit Beziehungen zu CD Projekt Red in Erfahrung gebracht haben, dass man Cyberpunk 2077 aus der Ich-Perspektive spielen wird und auch Wallruns sollen möglich sein. Laut dem Bericht sollen die Rollenspielelemente zwar im Vordergrund stehen, aber die Action würde nicht zu kurz kommen. Die Autoren ziehen Vergleiche zu Deus Ex, Prey, System Shock und so weiter. Die Entwickler wollten die Gerüchte nicht kommentieren, weil sie generell keine Gerüchte kommentieren, heißt es. Warum die Ego-Perspektive in dem Artikel so stark hervorgehoben wird, ist unklar, denn CD Projekt Red hatte selbst bei einem Vortrag über die Red Engine 3 via Resetera erklärt, dass Cyberpunk 2077 sowohl aus der Ich-Perspektive als auch aus der Verfolgerperspektive wie bei The Witcher gespielt werden kann. Bud Spencer und Terence Hill Slaps and Beans hat die Early Access Phase verlassen und ist nun als Vollversion für PC und Mac erhältlich. Das Retro Beat'em'up kostet 20 Euro. Bei den Käufern kommt der Titel ziemlich gut an, da 96% der Nutzer-Reviews bei Steam positiv sind. Insgesamt wurden 253 Reviews geschrieben.
Die Entwickler möchten sich bei allen Fans und Unterstützern bedanken, die geholfen haben, das Spiel in den vergangenen Monaten zu verbessern. Im Vergleich zur ersten Early Access Version werden neue Minispiele, verbesserte Grafik, überarbeitete Kämpfe, neue Gebiete, weitere Gegner, mehr als 30 Erfolge, Steam-Cards und so weiter geboten. Das Spiel soll auch in den kommenden Monaten weiterhin mit Updates und Inhalten unterstützt werden. In Shadow of the Tomb Raider wird Lara Croft auch in einem Dschungel unterwegs sein. Schlecht bewaffnet und in der Unterzahl muss sie den Dschungel zu ihrem Vorteil nutzen, inklusive Tarnung mit Schlamm. Darüber hinaus wird Lara Areale unter Wasser mit Höhlen und verzweigten Tunnelsystemen erforschen können. Auf einigen Screenshots ist zudem ein Tsunami zu sehen, der Lara mitreißt. Finde eine verborgene Stadt und erkunde die weitläufigste Spielwelt, die es je bei einem Tomb Raider gab, verspricht Square Enix. Das Action-Adventure wird neben dem Einzelspielermodus einen kooperativen Mehrspielermodus bieten, zu dem sich der Publisher bisher ausschweigt. Lediglich der Season Pass-Beschreibung ist zu entnehmen, dass das erste Herausforderungsgrab eine neue Koop-Funktion einführen wird. Shadow of the Tomb Raider wird am 14. September für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Das neue Abenteuer von Lara Croft wird in mehreren Editionen erscheinen. Standard Edition, Digitale Deluxe Edition, Croft Edition und die Ultimate Edition. Die Standard Edition für PC 60 und für Konsolen 70 Euro umfasst nur das Basisspiel. Die Digitale Deluxe Edition bietet das Basisspiel, zusätzliche Waffen und Outfits sowie den Soundtrack in digitaler Form. Die Croft Edition enthält natürlich das Basisspiel, den Season Pass, den Soundtrack und drei zusätzliche Waffen und Outfits. Die streng limitierte Ultimate Edition soll alle Inhalte aus der Croft Edition und weitere physische Zusätze enthalten, wie zum Beispiel Flaschenöffner, eine Statue von Lara und eine Taschenlampe. Weitere Preisangaben machte Square Enix nicht. Vorbesteller der digitalen Deluxe Edition, der Croft Edition oder der Ultimate Edition erhalten Vorabzugang und zwar 48 Stunden. Der Season Pass bietet 7 neue Abenteuer, die Pfade heißen, wobei jeder Pfad eine neue Story, neue Mission, ein Herausforderungsgrab, eine neue Waffe, ein neues Outfit und eine neue Fähigkeit umfasst. Das erste Herausforderungsgrab führt zusätzlich die neue Koop-Funktion ein. Am Erscheinungstag erhalten Season Pass Besitzer noch eine Waffe, ein Outfit und eine Fähigkeit. So meine Freunde, das war's mit dem Newsflash Nummer 157. Ich hoffe, euch haben die News gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Rinjahauen, bis zum nächsten Mal.